Bernie. Ja. Mir ist langweilig. Au! Au, schalt du doch um! Mann! Zu Kika Live. Mensch, das Coronavirus stellt auf der ganzen Welt so einiges auf den Kopf gerade. Und ganz plötzlich ist man auf einmal ganz schön viel zu Hause. Jess, was machst du eigentlich mit deiner Zeit? Also, wenn wir uns nicht sehen. Ein bisschen von dir erholen. Danke. Und dann sehen wir uns auch schon wieder. Ich mache so die Sachen, die ich immer so aufgeschoben habe, so wie Kisten ausmisten oder ein bisschen was umstellen. Ich habe Bilder aufgehangen und manchmal habt ihr vielleicht Bilder, die ihr einfach umhängen könnt und gucken könnt, ob es den Eltern aufgefallen ist. Ja, typisch das. Schön faul, ne? Nur die Bilder umhängen. Man kann ja auch zwischendurch ein bisschen daddeln, das macht ja auch Spaß. Und wir haben für euch einige Tipps, womit ihr auf gar keinen Fall Corona-Langeweile bekommt. Das Schöne ist, Leute, grundsätzlich, es ist schön. Grundsätzlich ist ja die ganze Wohnung eigentlich ein Spielplatz, ne? Ja, das man ist muss mega. Sowas machen. Wir haben jetzt ein paar Tipps für euch. Was kann man alles mit einem, ja, Wäscheeimer, ein paar Socken, ein paar Bällchen, ja, und auch noch vielleicht zu einem Malertape machen. Das, was jeder von euch zu Hause hat, hundertprozentig, ist eine Wand oder mehrere Wände. Mit diesem Tape. Wir haben dieses Tape, das geht gut von der Wand ab. Klärt das bitte mit euren Eltern ab, ob das Klebeband auch okay ist und danach nicht die Wand leidet. Und jetzt machen wir so verschieden große Felder. So, auf so ein Tape kann man ja raufschreiben, da passiert dann nichts mit der Wand, ne? So, ich nehme hier mal 10 Punkte. So. 10 Punkte. Da fängt es an. Von der Couch aus und davon stehen. Nein, sitzen. Echt? Ja, na klar. Du kannst dich auch gerne hinstellen, also ich chill. So, wer natürlich keine Bälle hat, ne? Yes. Socken gehen auch super dafür. Und dann heißt es, wer den Wäschekorb trifft, gewinnt. Oder eben das Feld. Oh, gar nichts, ne? Wie gar nichts? Du hast doch nicht mal die Wand getroffen. Das war nur ein Test, Jess. Nee, das zählt schon. Oh, ey, Spielregeln, ganz das wichtig. Das zählt schon. Oh, 5. Oh, 30. War 30. Nee, es war gar nichts. Boah, 30. Nee, gar nichts. Aber hast du dort schon eine Brille an? Jetzt ich bin dran. Was ist denn mit dir? Du kannst doch alle hintereinander werfen. Boah. Das hat doch richtig Spaß jetzt. Boah, man kann auch in dem Spiel hier so um so Challenges spielen, weißt du, statt Schick, Schick, Schnuck. Wer soll abwaschen? Wer soll mit dem Hund rausgehen? Stimmt. Okay, pass auf. Ein Wurf in den Mülleimer. Wer quasi trifft, hat frei. Ist doch nicht dein Ernst. Abwaschen. Du bist so ätzend. Revanche. Morgen, gleiche Zeit. Jetzt kann uns aber erstmal kurz auch wieder langweilig sein, oder? Ja, kurz ausruhen, Jess. Ich bin fix und fertig. Tja, ihr habt wahrscheinlich auch einen Berg voll Schulaufgaben aufbekommen, denn ihr seid zwar gerade zu Hause, aber schulfrei habt ihr ja nun nicht. Und da hat die Viola einen ziemlich guten Tipp gehabt. Und zwar spickt eure ganze Wohnung doch voll mit Sportübungen. Das machen wir hier auch gerade so ein bisschen. Also einer kann zum Beispiel in die Plank gehen und der andere liest in der Zeit irgendeine Seite so schnell wie es geht durch. Oder ihr stellt euch Rechenaufgaben. Und das kann man auch mit einer guten Sportübung verbinden, nämlich mit der sogenannten Wandhocke. Ganz genau. Oder Türhocke. Gehen wir in die Hocke. In die Hocke. Genau. Und jetzt sage ich dir zum Beispiel 12 plus 33. Brauchst du nicht dein Ernst. Viel tiefer, es muss ein rechter Winkel sein, ein bisschen mehr ran. Aber mach mal einfacher. 12 plus 33. Damit könnt ihr richtig gut Mathe im Universum schnell im Kopf rechnen. So, dann, Milena99 hat gesagt, sie möchte mal gerne neue Kuchenrezepte ausprobieren. Ja, und irgendwas mit backen. Da sind Jess und ich natürlich auch voll mit dabei. Das sieht schon so gut aus. Geht was? Und ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Kuchen ganz normal funktioniert. In so einer kleinen Form, damit ihr auch seht, wie das geschichtet wird, habe ich hier so eine Glasform genommen. Man kann natürlich jede Form nehmen. Mhm. So, man macht unten eine Schicht Keks. Dann füllt man mit dem Löffel einfach ein bisschen Pudding rein. Verstreicht es so ein bisschen. Und dann nimmt man einfach die nächsten Kekse. Ich breche die jetzt immer noch so ein bisschen ab, damit es passt von der Größe.
Dann nimmt man wieder ein bisschen Pudding. Hier ist der Keks Crunch. Mhm. Keksi, zack. Ganz klein bisschen Crunchy noch, warte. Ja. Von der Garnitur. So. Mega gut. Milena, wir wünschen dir ganz viel Spaß. Und allen anderen auch. Vielleicht machst du mal den Kuchen nach. Das ist jetzt natürlich eine Mini-Version. Und wenn man nur eine Sache hat, dann teilt man sie. Teilen dürfen wir gerade nicht, deswegen schenke ich ihn dir. Danke. So, bitteschön. Dafür darf ich den Pudding behalten. Okay. Mm. Au! Ach, Entschuldigung. Die Langeweile. Ist klar. Aber es gibt noch so viele weitere. Au! Ach, Entschuldigung. Die Langeweile. Ist klar. Aber es gibt noch so viele weitere coole Ideen, was ihr zu Hause machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Büchertischtennis spielen. Oder ihr versucht, mit möglichst wenig Kontakt mit euren Nachbarn in Kontakt zu treten. Oder ihr könnt euer Zimmer einfach mal von Grund auf ausmisten. Bücher nach Größe sortieren, eure Klamotten nach Farben sortieren, was auch immer. Es gibt also Millionen Möglichkeiten. Seid einfach kreativ. Aber warte, Jess. Eine Sache haben wir noch, ne? Oh ja, dafür gehen wir nach draußen. Frische Luft tut gut und für unser kleines Spielchen braucht ihr gar nicht so viel. Also sucht euch einfach ein altes T-Shirt oder irgendwie ein altes Stück Stoff und malt darauf eine Dartscheibe. Jawohl, ich halte mal richtig fest. Okay. Desto leichter ist es drauf zu malen. Herrlich. So. Total easy. Wir brauchen zwei Strohhalme. Wir haben natürlich hier die nachhaltige Variante geholt. Dann brauchen wir so Wattestäbchen und wir brauchen je nach Spieleranzahl unterschiedliche Farben. In unserem Fall zwei. So, dann taucht man die sozusagen in die Farbe, tut sie ins Röhrchen und dann schießt man auf die Scheibe. Und wer besser trifft, der gewinnt. Okay, du fängst an. Oh Gott. Oh. Oh. Hm? Du bist ja schon im Kreis drin, was ist denn da los? Der war richtig gut. Er hängt sogar noch. Bernie? Gehst du immer näher ran, sag mal. Quatsch. Ja. Ah, fast. Fast ist auch vorbei. Mann! Yes! Was ist denn mit dir los? Und weißt du was? Weißt du, wie das aussieht, wenn du schießt? So, Jess, so, so hältst du die Sträume. So. Ja. Und du triffst auch noch. Die Flugkurve, die sogenannte. Ich fass es nicht. Wie kann man so viel Glück haben? Weil Talent ist es nicht. Auch nicht in der Zielscheibe. Das war dein letzter, ne? Ich habe keinen einzigen. Stark. Ich bin ganz entspannt. Einfach jetzt für die Kunst nochmal. Liebe Grüße an meine Neffen, die sind Dart-Profis. Ich habe gelernt. So. Ich raste aus. Ah, dürfen wir ja nicht. Im Geiste. Hier, check. Du kriegst jeden Shake der Welt. Du hast es noch wirklich verdient. Also, das ist ja mal. Also Leute, komm mal bitte kurz gucken, ja? Also du fährst zur WM, würde ich sagen. Das ist ein Traum. Wahnsinn. Dart-Profi auch bald. So. Jetzt natürlich wird noch ein bisschen aufgeräumt. Nehmt dazu wirklich eure Handschuhe zur Sicherheit und sammelt damit eure Wattestäbchen auf. Die Dinger kann man reinigen und dann wiederverwenden. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. So schaut's aus. Wenn ihr eure Hände dann gewaschen habt und das hoffentlich gründlich in den heutigen Zeiten, obwohl das sollte man generell machen, dann geht ran an euren Computer und schreibt uns eure Ideen. Unbedingt. Was macht ihr zu Hause? Wie vertreibt ihr euch die Zeit? Das Ganze dann bitte an kikalive.de. Wir freuen uns schon auf eure ganzen Nachrichten. Bleibt bitte gesund, habt viel Spaß und wir sehen uns bei Kika Live. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Durchhalten, ne? Bis bald. Tschüss.